Harry sagt Hallo zur Realität heute am 7. Juli 2021. Ja, ich fange heute hier an, bin auf dem Weg hier zur Strandpromenade und mir fällt auf, hier am Hotel Costa Meloneras, hier ist ein richtiger Stau. Hier stehen die LKWs, hier schon einer, der wartet, dass er dann auch später hier reinkommt. Hier ist gerade im Moment so eine Art Schichtwechsel, das bedeutet, hier standen gerade vier große LKWs und jetzt kommen kleine raus, ich nehme an, damit die anderen dann nach hinten durchfahren können und entladen hier auf dem LKW. Ich nehme an, es sind irgendwelche Platten, nehme ich an, irgendwelche ja, gut eingepackten Außenplatten auf den Holzgitterboxen, also hier ein Kommen und Gehen, jetzt im Moment ein kleines bisschen ruhiger. So, und wir machen uns mal vorsichtig hier auf den Weg. Ja, auch am Omnibusbahnhof gerade viel los. Man hat da das Gefühl, dass in den letzten 3, 4, 5 Minuten 20 Busse angekommen sind. So, hier ist nichts Neues. Hier kommt schon wieder ein Tieflader. Was ich hier so sehen kann, alles wie gehabt. Ja, hier auch am Boulevard, wo es zum Hotel hier hintergeht, zum Baobab. Sehr viel los, sehr viele Menschen. Es ist natürlich Urlaubszeit. Ich sehe fast alle Läden, die da offen haben. Klar, bei den Mieten ist das ganz normal, die müssen aufmachen. Und auch hier gibt es Erdbewegungen auf der anderen Seite von unserem Kongresszentrum. Keine großen Maschinen, aber da ist was eingelagert, vielleicht auch für die Baustelle hier. Ja, schon wieder kein Parkplatz hier zu kriegen. So, vor uns das Hotel Via del Conde. Und wir fahren heute nicht hier runter, nein. Ich fahre heute ein bisschen weiter. Hier geht es immer noch bergauf, also ein bisschen außer Atem, aber das ist gesund. Also da vorne am Kongresszentrum, da hat man nur was zwischengelagert. Nur zwei verschiedene Materialien, Kies und Granulat. Da ist also keine Baustelle. Ja, und hier mal ein etwas anderer Gartenzaun. Der richtig mal aus der Reihe fällt. Sehr rustikal. Hier vor dem Hotel H10 in der Anlage Bahia Meloneras, da gibt es zwei Phasen. Das hier rechts ist die eine und hier vorne die andere, geteilt durch die Straße hier. Das war früher touristisch und jetzt hat man da ganz einfach nur die Möglichkeit, zwar kaufen, mieten, und die vermieten es dann auch wochenweise. Hier hört man gerade. Man muss natürlich auch Glück haben, wenn man hier Eigentum hat und der Nachbar nebenan vermietet, dass man es auch nutzen kann oder eben selbst in die Vermietung gibt. Hier das Hotel. Ich hatte Bekannte, die haben hier eingemietet und die wollten nach dem zweiten Tag wieder ausziehen, weil nebenan eben Feierwütige waren. So, und hier das wunderschöne Hotel. Das H10.
Wenn wir schon nicht reingehen können, so können wir doch zumindest hier außen einen Blick erhaschen. So. Und weiter geht's. So, wir sind hier gerade an der Ecke, wo es herunter oder der Weg runter geht vom Hotel H10 Rezeption an der Seite vorbei. Hier ist der Golfplatz von Meloneras. Ja, und hier wieder der spektakuläre Blick auf den Atlantik. Und heute gibt's mal die Nachrichten von hier oben. Ja, dabei möchte ich mich jetzt erstmal recht herzlich bedanken fürs Abonnieren, Teilen, Weiterleiten der Videos, auch für die netten Kommentare, die Beantwortung der Kommentare. Die Begrüßung möchte ich natürlich nicht versäumen, für alle neu hinzugekommenen zum Kanal Hallo zu sagen. Und ihr werdet merken, um was es hier geht. Das ist die Gran Canaria Fangemeinde. Und speziell dieser Bereich Maspalomas, viele Leute, die sind Insider, die kennen sich sehr gut aus. So, und ohne Unterbrechung geht es hier auch weiter an einen der schönsten Aussichtspunkte hier auf dieser Insel. Und das Café hat auch wieder offen, das Sunset. Also wer noch nicht hier war, der sollte hier oben mal kommen zum Sonnenuntergang oder am späten Nachmittag ist es hier sehr, sehr schön. So, und wir kommen zu den Nachrichten, und zwar Gesundheitsministerium lehnt eine Schließung von Nachtlokalen und Ausgangssperre ab. Ich glaube, weil sie sagen, alles, was verboten ist, macht noch mehr Spaß und ist unkontrollierbar, könnte der Grund sein. Es geht wieder richtig ab. Die Briten kommen zum 19. Juli. Ist alles möglich, was hier britisch ist und Urlaub machen möchte. Abflug nach Venedig heute um 10 Uhr und 20 Minuten war die erste Maschine vom Flughafen Las Palmas direkt nach Venedig. Illegale Fiesta am Strand von Teneriffa aufgelöst. Es gab auch eine weitere in Playa de Ingles am Einkaufszentrum. Und zwar haben viele Menschen da auch Anexo Dos, große Party in Playa de Ingles. Gastwirte sind in der Kritik. Und zwar nämlich auf Teneriffa. Die hatten doppelt so viele Gäste, wie erlaubt war. Also, das geht natürlich nicht. Sommerpause an den Krankenhäusern. 9600 Betten sind einfach gesperrt, weil kein Personal da ist. Die Ärzte und die Pfleger sind im Urlaub. Ja, Spanien blockiert 30 Millionen zur Bekämpfung der Armut auf den Kanaren. Die genauen Gründe könnt ihr ganz einfach nachlesen. So, und das waren die Nachrichten. Wer möchte, der kann ganz einfach den Link, den Quellenlink, den ich dabei habe, er kann den öffnen. Dann kann er auf die Schlagzeile gehen und mit der Schlagzeile kann man dann diesen Bericht auch richtig nachlesen. So, hier unten ist auch noch eine Panoramaterrasse. Also das sind zweierlei. Das oben ist der Sunset und das hier unten ist die Panoramica-Terrasse. So, und hier ist die Terrasse Mar Azul und hier oben, da ist das Hotel H10.
So, wir fahren jetzt hier schön erstmal bergab. Der wunderschöne Steinstrand hier unten. Etwas beschwerlich natürlich hinzukommen, aber es lohnt sich allemal. So, und das ist jetzt so hier mit die höchste Stelle über dem Atlantik mit diesem Aussichtsfernrohr. Von hier aus ist man also etwa auf dem Niveau vom Krankenhaus. Ja, hier könnt ihr euch diesen Steinstrand vermischt mit Sand mal ansehen und man kann entweder von dem normalen Strand hier unten entlang laufen, was einfach ist, Meloneras Strand hier. Oder man kommt von der Seite, da hinten vor dem Hotel Via del Conde. Da geht ein Weg nach unten. Ja, wunderschön. Der Blick hier oben. Hier ist es auch ein bisschen frischer. Hier weht also schon ein bisschen der Wind. Und ich werde mich jetzt hiermit verabschieden mit der Realität für heute. Und sagen, macht's gut. Einen schönen Abend. Viel Spaß beim Fußball gucken. Die das tun sollten. Und für die richtige Mannschaft die Daumen drücken. Ich sage hasta luego. So, noch ein kleiner Nachtrag für heute. Ich habe gerade hier eine kleine Inschrift gesehen. Hier heißt es Engel und Prinz, Herzchen, 18.05. Das muss wohl 19 heißen. Ja, vielleicht kennt jemand die beiden. Oder vielleicht die beiden schauen sogar selber zu, kann ja sein. Auf diese Weise recht herzliche Grüße und wenn die es gesehen haben oder wenn ihr wisst, wer es ist, dann gebt mir doch einfach eine Info. So, das war's aber nur mit Engel und Prinz. Jetzt geht's weiter.